Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Suicide Quasi und ich willkommen, möchte ich begrüßen, natürlich zu einer neuen LP von meiner Seite. Und ich habe auch einen mitgebracht, er nennt sich Günther. Sag etwas, Günther. Hola, hola, ratadatada. Ich bin Lenny übrigens. Woher weißt du eigentlich, dass ich halb Franzose bin? Wusste ich nicht, das war alles gepokert. vor allen Dingen, dass du auf Günther mit Ola reagierst. Finde ich gut. Egal. Und ich bin wieder Goof True. Genau. Hab ich noch was vergessen? Nö. Synchro, Story up. Story up. Schau mal, Papi, da ist ja das Schiff von der Piraten. Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist auch Pete, keine Panik, ich werde dich befreien. Uff, Entschuldigung, Pete. Achso, das. Wo hast du denn diese Kleider her? Das war nämlich gar keine Entführungsaktion. Die wollten die nur rekrutieren. Genau. Standbild? Kein. Danke. Wir sind im letzten Level. Was? Okay. Schön. Anscheinend. Jetzt kannst du Start drücken, übrigens. Ach nö, ich guck dir lieber zu. Ja, ich weiß schon. Los, Kanonenbeschuss. Wir beschießen die Kanonen. Ha. Unter Feuer. Oh Gott. Ich sehe schon. Okay, kann ich da nicht durchwerfen? Ja, kann ich. Die Musik ist aber mal endlich nett. Das hört sich an wie Pokémon. Nein. Das klingt wie so ein... Das klingt gut, gefällt mir. Ja. Guter Spiel-Soundtrack. Also insgesamt nicht, aber. Aber das Lied. Was? Wer ist da reingekommen? Wir haben noch ein Passwort. Wartet einen Moment. Nee, der ist jetzt in der Aufnahme. Okay, er ist jetzt weg. Warte mal. Wir machen kurz ein Passwort rein. Aufnahme. Wieder. Wir haben ein Passwort reingemacht. Warte, bitte. Kossi, nicht diese Dinger treten, weil ich will an den Bummer noch ankommen. Ja, ich weiß. Wir brauchen den auch. Oh. Ich hasse diese. Kannst du mal kurz zurückgehen oder nee? Nee, jetzt sind alle Gegner tot. Ich mach das hier nur eben in Ruhe. Mal okay. Überlegen. Jetzt kann ich dir mal zusehen. Muss auf jeden Fall runtertreten. Ja, schön. Mach das in Ruhe. Das geht nicht. Oder? Der untere. Doch, der. Der untere, ganz unterste. Hilfe? Ich komme da nicht ran. Ja doch, der unterste, genau. Und den jetzt weg. Ja, ich weiß, nee, ich komme da nicht ran, ohne getroffen zu werden. Das war meine. Und jetzt wirst du wieder zurückgehen und nicht sterben. Oh oh. Danke. Warte, lass mich auch mal eben sterben. Jetzt geh raus. Ha! Skill! Ich meine, das Spiel sieht das ja so vor. Ist ja wohl so gewollt. Ja, anscheinend. Oh, verkackt. So sieht das. Oh Mann! Entschuldigung. So. Deswegen sterbe ich immer, wegen so einer Aktion. Oh, ein Gegner! Ich stell mich mal einfach vor, Goofy. Jetzt kann ich mich auch töten lassen. Ha! Lass mich mal werfen, weil ich kann die Gegner auch töten mit einem Wurf. Ich auch. Neuerdings. Genau. Wir müssen jetzt bloß von dieser doofen Kanone nicht getroffen werden. Die wir auch zurückbewerfen können, wenn du mal einen nehmen würdest, eine Bombe. Ja, aber jetzt nicht. Ich hab Angst. Ja, wir kommen sonst nicht weiter, wenn du die nicht nimmst und wegwirfst. Ist dir klar, ne? Sie kann sich nicht entscheiden. Links oder rechts? Dun. So. Ach du. Und ich bin gestorben, warum auch immer. Jetzt. Na, ja, weil du die ganze Zeit in Abgründe fällst. Was machst du ich da? Ich renne aber gar nicht. Mein Controller sparkt. Ich renne auf einmal nach links. Egal. Jetzt nicht mehr, oder? Es geht doch nur darum, hier durchzukommen, oder? Dann ja. Kann ich doch irgendwo hinkicken.
Scheißegal. Nein, ich möchte mit dem Typen da reden. Ja eben, kriegen wir einfach alles weg. Na den warte, jetzt. Warte. Den jetzt? Warum? Dann können wir den oberen ja, da... Ja, komm ran. Ja, mach. Oh. Ja. So. Dann red mit ihm. Willst du oder soll ich? Du darfst, weil ich die ganze Zeit rumlecke. Meine Großmutter sind von den Piraten aufgeschöpft und führt worden. Sollten sie versuchen, das Schiff zu verlassen, werden die Piraten unser Dorf niederbrennen. Das war eine böse Synchronstimme. Die war unangenehm, ne? Ja, nicht, keine Ahnung weswegen. Also. Oh nein! Solltest vielleicht mal darauf achten, dass ich das eher so schön betont habe. Was ist das? Oh mein Gott. Oh wie geil. Gott. Wir kriegen Waffen. Oh mein Gott, wir müssen Waffen. Die uns. Boah. Die doch aus dem Schuss machen. Wir müssen warten. Dum 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 dum. Du 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 du. Die kommen näher, pass auf. Fettback ist tot. Fettback ist tot, jetzt haben wir nur noch roter Pirat. Scheiße. Skills mal wieder rum. Ich bin schneller, ich bin schneller. Sowas ist nett. Das ist nett. Ja, du bist schneller, ich bin stärker. Stimmt, das ist sehr unfair irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Nachdenken. Also hier muss er schon mal hin. Da. Da. Nee, da muss er gar nicht hin. Der muss nach rechts. Da. Da. Los. Du bist der Schnelle, ich bin der alte Krüppel. Schweres Rätsel. Ich will ein Gewehr da hinten, dann schießen wir zurück. Ja, dann wird zurückgeschossen. Zurückgeschossen! Was sollen die Ach du Kacke. Unabwehrbare, nein, wir brauchen die Glocke. Bestimmt, für irgendwas. Dann lass uns mal da lang gehen, da waren ja nur Löcher. Essen! Krüge! Die wir hochheben können, ja. Ja, Entschuldigung. Folgt mir, es gibt Essen! Ich habe wieder Leben, was ich nicht brauche. Ich. Ja, ich nicht. So. Schön. So, bleibt noch einer. Jetzt. Übrigens, wir hätten hier einfach weiterrennen können, mal am Rande. Lass mich mal töten. Hätten wir mal machen können. Huste! Hab mich voll erschrocken. Ich auch. Du fällst wieder runter. Standard, oder? Stani. Ich hab übrigens mir mal das Condemned-Video angeguckt. Los, du musst da wieder zurück. Du Sau, du. Du hast mich erwähnt. Natürlich. Du hast mir gesagt, das sieht gut aus, spiel das mal. Und ich, okay. Ich habe nicht gesagt, dass es gut aussieht, sondern dass es das Spiel... Du hast gesagt, ja, ich lege mir eine Webcam zu und dann erzählst du so eine Scheiße. Du bist gemein. Tschö. So. Ja, ich habe Werbung für dich gemacht. Ich bin ein Arschloch. Was? Geh weiter. Nee. Den darfst du sprechen. Ja, nee, ich mache ordentliche. Die Piraten haben den Hochstapler aufs Schiff gebracht. Du solltest dich beeilen, wenn du nichts verpassen willst. Punkt, Punkt, Punkt. Yeah, ich hab die Kacke. Durch. Was ist jetzt kaputt gewesen? Was? Du musst mit Taktik da durchgehen. Renn einfach. Volle Taktik. Taktik ist für Pussys. Jetzt müssen wir... Wie machen wir das? Oh, du bist so clever. Du bist so ein scheiß Geil. Nee, bist du nicht. Ich weiß. Ich bin Jesus. Oh, wir brauchen Schlüssel. Hätten wir uns auch überlegen können, wenn wir hier reinkommen. Ich mag was meine Klinge. Für die Inzestfamilie. Ein Ritter mit der Glocke durchs Land, der andere mit zum Haken. Durch ein Piratenschiff. Okay, wir müssen, glaube ich, doch da. Nee.
Und lass mal ihn töten. Hallo! Tötet mich! Okay. Müssen wir hier lang? Aber... Ich weiß es nicht. Ich hab eine Idee. Wir sind hier... Ach ja, das konnte ja der Typ. Ich hab eine Idee. Put. Aua. Der Rote kann ihn nämlich wegnehmen. Aber sonst hätte ich keine andere Idee. Aber die kommen nicht. Die gehen ja nicht zurück, verstehst du? Die hören mich. Die werden nicht raus. Die werden aber nicht zurückgehen. Die folgen immer direkt, verstehst du? Ja, Deswegen müssen diese Lanzen da weg. Die muss man irgendwie deaktivieren mit irgendwas. Ja, warte mal. Ich wette, wenn wir sie besiegen, dann... dumm. Dumm. Ich kämpfe bis zum Letzten. Bis zum... Das war der Letzte? Ja. Na, ich denke mal, das ist einfach so ein... Ja, genau. So müssen wir das machen. Drücke Start. Ich hab wieder Klingel. Press the Any Key. Where's the Any Key? The Any Key ist da. Bei Anakin. Boah, der war schlecht. Boah, was ein Witz, Kosti. Haben wir gelacht. Ja, wir haben gelacht und gelacht. Onkel Amos in the house. Brä! Ah, scheiße. Ich stehe hinter dir. Entschuldigung. Ich wollte gerade werfen, ne? Ich weiß, ich wollte auch gerade werfen. Wieso ist die Musik auf einmal schneller geworden und warum stehst du da auf einer Kante? Das Spiel macht nicht mich zu bewegen. Das Spiel macht keinen Sinn. Ich hab Angst. Ich mach ihn tot. Ja, warte. Ey, Kossi, wieder kein Kraft im Arm, ne? Ich bin klein. Ich wusste es. Ich auch. Warum rennst du? Mann, diese Lady! Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht da lang. Ja, ja, das sagen sie alle. Also eigentlich wollte ich dich ja nicht schwängern. Das sagen sie alle. Moment. Aber jetzt bleiben wir schon mal da. Da war was falsch. La la la. Hat keiner gehört. Was? Ich renne dir ganze Dinge hinterher. Jetzt lass mich. Nein! Ich mache nichts. Ich stehe nur auf dem Ding. Bitte du. So, dumm. Ich mache das jetzt, ja? Dann gehen wir weiter nach Töten, dann, weil dann ist es egal, ob ich sterbe, ja. Ich könnte auch noch... Ja, dann wirf ihn ab. Musst du aber mit Beinen treffen, ne? Ja, ich weiß. Ich versuche es. Hör, boom! Schön! Ein wahres Flug. Trauma! Ich hab Spaß bei dem LP. Ich merk das schon, ich auch. Wir müssen uns noch ein Spiel suchen. So manchmal spielst du grenzdebil. So ein bisschen. Ich werde dich jetzt nicht. Ach, mach, zeig dein Leben. schön. Wenn es drauf ankommt, dann. Egal. Kosti ist ein guter Spieler, ist ein guter Teamplayer. Das sieht man auch bei LOL, wenn er mit Soraka die Kills kriegt. Komm, wir gehen zurück. Ja, nicht weiter. Entschuldigung, ich krieg mich gerade nicht ein. Warte, ich mach hier mal den Weg frei. Ich wollte den Weg hier frei machen. Und noch ein bisschen was einsammeln. Das machen wir doch liebend gerne. Vermutlich brauchen wir doch. Kick die aus der Treppenstufe runter. Ich glaube, das brauchst du. Mann, ich werd mich doch eh nur 1000-mal töten. 1000-mal berührt. Nein, 1000-mal getötet. 1000-mal ist nichts passiert. 1001 Nacht und dann war's. Und Lärke war. Nein. Ja? Nein. Und ein. Okay, einfaches Rätsel. Ganz einfach.
Okay, also nee, anscheinend nicht. Den. Dahin. Hä, hey, was willst du denn da? War ein Scherz. Hallo? Was ist mit dem anderen? Hä? Ja, toll. Ich hab's verkackt, oder? Was hat uns das jetzt gebracht, Lenny? Nicht. Machen wir einen. Mal zeigen, dass es geht. Machen wir einen Versuch. Weißt du? Fragen wir einmal Abdallah. Genau. Die Illuminaten sind schuld, sowieso. Super. Nach rechts bringt uns nichts. Also muss sie nach links. Und dann muss der nach rechts, denke ich mal. Warte mal, wir können den jetzt auch nach unten, dann ist er wieder an der Ursprungsposition. Ha. Nee, ist er dann nicht. Stimmt, da haben wir einen Gewinn. Das ist gut. Ist so? Nicht. Nicht. Denied. New. Raus. Rein. Hey, wir haben es doch gar nicht verkackt. Doch, haben wir. Der hier. Hey, da ist ein... Irgendwie leckt es gerade wieder mal. So, wir haben nur... Wenn wir hier einen hinmachen, dann haben wir die Chance, von hier... Bringt uns das nichts. Also von hier... Ich glaube... Da kommen wir aber nicht ran. Hier. Wir müssen die beiden hier hinbekommen, oder? Oder da? Wie willst du denn hinkriegen da? Da haben wir das Rätsel ja schon. Denied. Denied. Großes Denied. Das bringt uns doch nichts. Nein. Das. Lenny! Ja, was? Das geht über den Arsch. Ja, ich weiß. Mann, okay, nach links bringt. Wir machen jetzt Ausschlussverfahren. Nach links bringt es uns nichts, oder? Die, das sieht ekelhaft aus. Oh, wir sind dumm. Wieso? Das bringt uns jetzt was? Ich sehe noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Ich auch nicht. Aber wir sind dumm. Das war nur eine Feststellung. Wenn wir den jetzt. Wäre toll, irgendwo. Ich habe keinen Schimmer, was zu schaffen wird. Moment! 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 Moment, der Kossi hat eine Idee. Nee! Der Kossi hat eine Idee. Du hast es aber verkackt für die Kossi-Idee. Ja, für die Kossi-Idee bin ich auch nicht geschaffen. Ich bin nur für die Lenio-Idee. Und die sind brachial und, ja. Böse. Unausgreifend. Yeah. Ich habe meine Kossi-Idee verworfen. Yeah. Ich habe keinen Plan. Weil das kacke wäre. Weil hier gegen. Wir müssen ihn hier gegen kriegen. Hier. Hier im unteren Teil. Und nicht im oberen Teil. Könntest du? Und dann müssten wir theoretisch den hier. Hör doch mal auf. Dein armer Fuß. Mach mal. Warte mal. Ja. Hm. So weit waren wir. Wow. Es funktioniert doch, meine Idee. Haha. Mach mal. Und nun? Das hat uns nichts gebracht, oder? Yay! Yay! Was sollte das jetzt kosten? Ich weiß es nicht. So, wir haben zwei Steine und ein Ziel. Wir verkacken an so einem einfachen Rätsel. Die Ketten hier oben sind wichtig, die sind wichtig. Genauso wie ich Uay machen kann, das ist wichtig. Jetzt gehen wir mal ganz logisch an die Sache ran. Können wir ihn hier hinkicken? Nein. Können wir ihn da hinkicken? Warte. Ja. Ich mach nichts. Way.
passiert, wenn ich den nach rechts schicke? Dann geht er diese gegen die unsichtbare Mauer der Tür. Aber man kann ihn von hinten treten. Nee, ich denke so nicht, dass es so gemeint war. Dann können wir den ganzen Trick hier einfach mal verarschen. Scheiß drauf. Warte mal. Okay, geht automatisch weiter, wenn ich in der Tür stehe. Ja. Warte. Jetzt kick den mal rüber, mach mal nochmal. Ich glaube, wir machen es uns schon wieder zu kompliziert. So. Ja, und was bringt uns das? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Ich merke schon. Yay. Warte, ich brauche wieder einen Geistesblitz. Gib mir ein paar Sekunden. Ich brauche auch einen Geistesblitz. Wir haben ein Viereck, eine Konstante. Wie kriegen wir die von der Konstanten? Können wir irgendwas mit den Kisten machen? Nein. So wie ich alles anschaut, müssen wir da unten ran. Wir müssen hier ran. Und um da ran zu kommen. Kommt man da ran? Muss man da ran? Ich will mal was probieren. Hast du's? Scheiße, nee, das geht auch nicht. So. Dann können wir ihn. Können wir den. Den können wir da nicht gegen. Wir könnten den. Doch! Ich hab's! Sicher? Ja. Ich bleib hier in der Ecke stehen, ich fruste. Ich glaube, ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Ich hab aber eine Idee. Ich hab aber eine Idee. Ich habe eine geniale Idee. Way. Okay, pass auf. Wir machen den jetzt einfach ich darüber. Dann machen wir den darüber. Ja. Den darüber. Dann kicken wir den hier dahin. Dann kicken wir den dahin. Den dahin. Das sieht schon mal gut aus, Passiv. Das sieht sehr gut aus. Das jetzt, sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt muss ich den da wegkicken. Ah, du hast es. Und dann so. So. Und... So. Ich will den Ruhm dafür einheimsen. Way. Yay. Wir haben's verkackt. Wir haben's verkackt. Scheiße. Warte, die Grundidee war nicht schlecht. Wie bist du da hingekommen? Warte, wie hast du gemacht? Ich hab den hier weggekickt. Wohin? Den hier nach da. Den nach da, dann da und dann hier hin. Bau nochmal nachträglich. Da musst du da weggehen. Du stehst im Blickfeld. Wir reiten nämlich nur ein. So. Was? Wir brauchen. Das war so gewollt. Zwei Stirn dann nur. Denn. Ich hab Skill. Tada! So. Ja, genau. Okay. Du hast Skill. Okay, lass uns mal logisch rangehen. Wir haben zwei Steine nicht ohne Grund. Das heißt, die beiden müssen aneinander liegen. Das ist richtig. Wir müssen ein... Ach Gott. Wenn wir den einen da vorbereiten, dann können wir den dahin machen. Dahin, so wie ich es gemacht habe, da ist ja was falsch. Weil der darf ja nicht... Der muss also theoretisch gleich hier hin. Und somit müssten wir hier den Stein platzieren können. Können wir aber nicht. Oder doch, warte mal. Wie lange sitzen wir an diesem Rätsel? Zu lange. Warte mal, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Das hatten wir schon. Ah, nee, natürlich nicht. Ja, doch, die Idee ist gut. Was jetzt so? Jetzt gegentreten. Ich? Ja. Jetzt runtertreten. Nee, nicht tritt du mal. Nee, warte mal. Und dann? Nee, das bringt ja nichts. Runtertreten. Und damit... Nein, genau. Dann bauen wir das uns immer wieder hoch. Das ist eine geniale Idee.
Stimmt. Brauchst, ja, doch. Doch, ich glaube, das ist vom Spiel gar nicht so gewollt, oder? Ich weiß es nicht. Egal, egal. Wir haben das. Und jetzt? Und jetzt haben wir es verkackt. Fuck! Nee, haben wir nicht. Warte. Wir haben jetzt ganz neue Positionen. Wo können wir mit dem hier hin? Nach links, nach rechts, nach oben? Nach oben bringt uns das erstmal nicht. Und den hier kann man auch nur wegschmeißen. Ja, verkackt. Okay, Leute. Vielleicht einmal, ich habe mal einen Vorschlag. Wir machen einen Schnitt. Wir probieren so lange, bis wir es hinkriegen. Ja. Bis denn. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir haben es, glaube ich. So. Ja. Warte. So, warte. Ich kick den darüber. Nee, warte. Ich überlege nochmal, ob das hinhaut. Ich rechne mal eben durch. Wenn du den da hinkickst, dann kriegst du den dahin. Nein. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Nicht den. Warte. Ich kann es rüberkicken. Wir haben es geschafft. Ja, na, awesome. Oh, endlich, ey, Leute. Ein Beinkrampf. Den darf ich. Meine Rolle. Meine Rolle. Okay. Die Piraten erzählen ihr verschollener Captain sei zurückgekehrt. Nein, welch spannende Story. Früher konnte man ihn als den Schrecken der sieben Weltmeere. Ist es Blackbeard? Ist es Jack Sparrow? Ist es Standbild? Es ist ein Lag. Ohne Musik. Wegen DSL minus 5000. Ich glaube auch. Was ein... Ja! So. Als er von einem Wal verschluckt wurde. Also, das... Es geht um Carlo. Es geht... Nee, nicht um Carlo. Nein. Das sieht ekelhaft aus. Es geht um Carlo. Müssen wir jetzt zurück? Ja. Habe ich nämlich schon gesehen. Pass auf. Die Tür bleibt aber auf. Gut. Da. Ah ja, stimmt. Das makes sense. Yay. Aber ich habe wieder keine Waffe. Scheiß drauf. Jetzt ist hier ein Leben drin. Bananen, lecker, Bananen. Müsst ihr wieder bei Donkey Kong oder was? Pässe schmeißen und Bananen essen, ne? Genau. Kommt dann bekannt vor. Oh Gott. Bitte. Nicht. Lieber Herr im Himmel. Wir brauchen nur den in der Mitte, der Rest können wir gefegt drauf scheißen. Das heißt, wir haben Lags. Warte mal, wir sprechen erstmal mit den Typen. Der rechte ist meine. So. Okay. Bitte nur einen Satz. Ein Fremder hat sich als Captain Carlo ausgegeben. Nun werden... Nee. Doch werden er und sein... Freund zur Strafe den Haien zum Fraß vorgeworfen. Oh nein, unsere Freunde werden ja. Carlo ist schwul? Wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Captain Carlo zwingt uns, ihm zu gehorchen. Sexuell. Aber irgendwie hat er sich verändert. Sexuell. Ah, er ist jetzt hetero. Vielleicht liegt es am Wal. Ist das ein weiblicher Wal? Oh ne, den klar, schon mal, der muss nach oben. So, zuerst muss der nach oben. Ich hab's, geh mal weg. Ich tritt den nach oben. Mhm. Du stellst dich zum anderen, da. Den. Ja? Mhm. Den, warte. So, wenn du den nach oben trittst, gehst du nach rechts und trittst den rechts nach oben. Ja? Aber erst wenn ich jetzt sage, fängst du überhaupt an, ja? Ja, okay, ich versuch's. Jetzt. Und tritt ihn nach rechts. Yeah, und jetzt müssen wir warten. Das. Warten, dass es explodiert. Stopp! Wie das ist. Oh, es zieht sogar Energie. Hm. Ja, klar. Das ist eine Explosion. So dumm sind die Entwickler dann auch wieder nicht. Das sieht aber nicht wie eine aus. Das sieht aus wie billiger Papierschnipsel, die durch die Luft fliegen. Oh, weh, das Rätsel nochmal. Für so ein Bimbo-Rätsel haben wir so ewig gebraucht. Wo habe ich den Schlüssel? Gute Frage. Oh Gott. Wir müssen irgendwas darüber werfen. Mhm. Und dafür brauchen wir einen Enterhaken.
Wir haben Fehler gemacht. Zurück. Wir haben, nein, alles gut. Wir haben Hinterhaken. Den wir da hier gespannt haben. Können wir da oben irgendwo weiter oder müssen wir zurück? Da waren bestimmt überall verschlossene Türen. Nein, die können wir nicht weiter. Eben, wir brauchen den Enterhaken, um uns die Sachen zu holen und dann die Schalter zu aktivieren, damit wir dann weitergehen können. Mit dem Schlüssel jetzt weitergehen können, hier. Ja, nicht da. Doch. Oder doch, da war ja... Stimmt. Nochmal eine Menge noch verschlossen. Die Musik... Leckt. Call you bitch. So. Ich glaube, da war die verschlossene Tür. Nein. Zu viel! Ja, langsam wird's. Es wird zu viel! Mein kleines Hirn sagt gerade auf Wiedersehen. Nicht nur deins. Also. Ja. Du warst gerade. Hat man da nicht einen großen Schlüssel für? Nein. Denied. Okay. Dann schmeiß mal rüber. Ja, stimmt. Da war was. Eine Zugparty ist lustig. Ich freu mich auf die Gamescom. Ja, ich auch. Ich komme jetzt übrigens doch alleine. Vielleicht komme ich doch nach Bremen. Du musst den Schlüssel. Nee, geht nicht. Falscher Schlüssel. Wie falscher Schlüssel? Wozu brauchen wir den Schlüssel denn? Warte mal. Können wir mal einen Schnitt machen, dann guckst du dir die Videos kurz an. Okay. Ich überlege auch. So, ja, jetzt, ich glaube, wir haben eine Idee. Und ich habe ein ganz lautes Piepen. Ich auch. So, jetzt. Geht's weg. Ich lasse. Brillante Idee. Ich weiß. Kosti, du bist ein Gott. Ich weiß. Du solltest das machen, ich bin zu langsam. Ja. Ich soll das machen, weil du dumm bist. Die besiegen sich nach einer Zeit selbst. Guck dir das an. So, jetzt müsst ihr aufgehen. So, jetzt haben wir den Warte, den hole ich mir. Den brauchen wir. Wo brauchen wir den? Komm mit, ich habe eine Idee. Auf der anderen Seite, genau. Du durchrennen, durchstratzen. Ja, siehst du ja. Schön. Also, Nonsens. Beide null Leben. Nee, oder renn durch, eins von meinen. So, wir wollen uns jetzt erstmal wieder leben, warte. Und du gehst zurück. Geh zurück, geh zurück. Gehst du. Jetzt ich hab Angst davor. Jetzt müssen wir die Scheiße nochmal machen. Egal. Nicht dramatisch. Ich guck dir zu, yay. Yay. Ja, weil bei mir jeder Treffer ein Kill ist. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich werfe. Ja. Und wir haben noch 5 Versuche. Weil ich so einen Skill habe. 3 von 3 getroffen. Das ist eine 100%ige KD. Mhm. Na okay, du bist schon öfters auch gestorben. Ich darf das auch, ich bin Goofy. Eine Banane? Wir müssen nach oben, geh du mal vor. Wir müssen nicht oben lang. Wir müssen da lang. Ja, stimmt, da war das. Ja gut, ich hatte den falschen Raum. Da. So, jetzt holst du dir mit dem Enterhaken die Kisten und wirfst damit auf die Schalter. Danke! Ich hab ganz viele Versuche. Wir können wieder aus dem Raum rausgehen. Ich denke mal, ich muss mich so in Höhe hier hinstellen. Kommentarlos. Ja. Merk schon. So, Nummer 1. Und Solidaritätsweise werde ich jetzt hier auch einnehmen. Und dann Nummer 2. Sind wir weiter? Wir müssen nach links, fertig. Denkst du? Das sieht zu geradeaus aus, ja. Oh Gott. Da ist aber ein Schloss für den Schlüssel. Glaubst du? Ja. Wir müssen nur die Dinger weg. Wie willst du da? Ach du Scheiße. Geh mal weiter. Besieg den mal. Wir müssen den besiegen. Ich habe die Glocke nicht mehr. Lass uns mal hier durchgehen, dann können wir ja restarten. Ist doch alles gut. Okay. Der kommt aber nicht. Wie zum Teufel hat der getroffen? Ich bin einfach gut. Du kriegst die ganzen Früchte. Ich will keine Früchte. Dann nicht.
Ich kann nicht von diesem dummen Haken gehen. Lex. Ich bin auf den letzten Endgegner gespannt. Oh Gott. Yay! Wir sind reich. Gold für Nutten! Oh Gott. Oh Gott. Komm zurück. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier irgendwas machen. Ich hab hier ein Fass. Nee, das ist die Schatzkammer. Hier ist nix. Doch, hier ist was. Warte mal. Ich sehe nichts. Ich nehme das mal weg. Krossi kreist sich wieder die Leben? Ja, hier sind nur Leben. Die Gier greift ihn wieder ein. Ah, Gier. Wir sollten zusammen, dann haben wir einen größeren Radius. Das hat uns jetzt so gut wie... Hier ist irgendwo der große Schlüssel. Habe ich das Gefühl. Das sag ich ja. Der Bowser Schlüssel! Und jetzt müssen wir zurückfinden. Bei schwarzem Bildschirm. Okay. Wir müssen ganz zurücklaufen, ne? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen nur hier hin. Stimmt. Ja, geh mal. Mach mal. Ach du Scheiße. Nein, falsch rum. Ja. Nein. Nein. Denied. Ich bin verwirrt. Geil. Das Spiel verarscht mich. Jetzt hält mir dick den Mittelfinger. Ja, du bist drüben. Nicht. Nein. Jetzt bist du drüben. Yay. So. Schnell. Geh durch, das ist dein Raum. Ich bleib hier stehen. Bist langsam brainfucked? Slay! Nicht mehr. Und ich hoffe, ich muss den Endgegner jetzt nicht alleine machen. Du darfst sie wieder in Fass kreien und darüber werfen. Naja, das hängt auch damit zusammen, wer sich immer die Leben holt. Ich will mal auf die Lebensstände gucken. Ach Quatsch. Mal so am Rande, falls es noch jemand nicht aufgefallen sein sollte. Wenn Kossi Edelsteine sieht. Gier. Den geht bei dem irgendeine Lampe an. Die Gier. Den darf ich synchronisieren, wa? Ja. Yeah. Er sagt bestimmt, Bowser ist hier an die Carlo. Jetzt ist der echte Captain Carlo wieder da. In, was? Ein Wal kam plötzlich und spuckt ihn aus. Des Hochstaplers letztes Stündlein ist geschlagen. Okay. Oh, Carlo muss jetzt sterben. Hilfe? Wir müssen uns erst noch um die Bomben... Du machst das. Ja, du klar. Du hast noch ein Leben. Ich feuer dich an. Yay. Yeah. Lenio feuert mich an. Ja, du hast viel Leben. Hallo, wenn wir zum Boss kommen, dann will ich, dass wir beide kämpfen können, weil es einfach realistisch ist, dass wir dann gewinnen. Und weil ich auch mal bei dem Bosskampf dabei sein will. Ich glaube, ich muss... Wir haben irgendeinen Enterhaken übersehen. Ich glaub's lag. Nö. Doch, und wir haben... weiter, in den anderen Räumen geht... Nein, warte doch mal, wir sind in einem Raum nicht wir gewesen. Wir brauchen doch gar keinen. Wir brauchen zwei. Wir müssen doch nur nach unten. Ja, wie willst du denn das machen? Wir brauchen zwei. Momentan eine Teleportation. Ich merk schon. Okay, ich stell mich auf die Plattform und du drückst den Schalter. Ja, mach ich. Danke. Hier bleibe ich auch bewusst stehen, weil ich bin hier keine Hilfe. Ich bin hier einfach tollpatschig. Ja, und ich bin Gott, ja. Wa? Kossi, ich bin Gott-like. Oh, Alter, mir tut sogar die Hintermuskulatur weh. Weil du dich aus dem Fenster geworfen hast? Durch ein brennendes Feuer? Aua. Brennendes Fenster. Brennendes Fenster? Wie kann ein Fenster brennen? Natürlich kann es brennen. Ach, Leben, Kossi! Diamanten! Kossi greift einmal in die Truhe gleich neben. Bei mir, ich greif 30 Truhen und da sind sowas drin, ne? Ich krieg Kirschen. Dafür bin ich jetzt auch wieder gestorben. Ja, verdient. Ich weiß. Ich feuer dich an. Yay! 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 Kossi synchronisiert jetzt mal die Gegner.
Oh nein. Oh, da ist einer. Da ist einer. Den muss ich abwerfen. Oh mein Gott. Oh, Wasser. Oh, ich hab getroffen. Ich bin so gut. Traum, Kosti, wie viel. Hattest du nicht noch vor einer Minute 4 Leben? Vielleicht. Oder hast du noch eins dazu bekommen? Vielleicht. Also 5? Au, ich laufe hier so rum und bin ein echt waschecher Pirat. Au, ich werf Messer und so und die drehen sich und au. Goofy kann mich nicht treffen. Au. Lex. Jetzt schmeiß ich die Leckkanone an. Sieht lustig aus. Und du hast getroffen. Geh rüber. Natürlich. Ich warte hier. Yay. Yay. Warte, ich will gucken, was unter diesem Fass ist. So. Kann man hier so einen Enterhaken wieder mitnehmen? Nee, sonst kommen wir ja nicht mehr rüber. Nee, morgen wollen wir noch nicht. Ja, hab ich doch gesagt. Ach Gott. Oh Gott. Gebt mich! Nehmt euch Kossi! Wo ist der? Hinter dir! Hinter mir, ne? Geh raus! Ja, geh ist... raus, Kossi! Ach Gott. Ich nehme mal so, das. Du hast eine Waffe. Lass sie lang gehen. Ja, Kossi. Entschuldigung. Oh. Kossi, du bist ein Held, ey. Ich hab bloß ein... Töte dich. Okay. Mit 2x0 Leben gehe ich nicht durch die Dunkelheit, das kannst du vergessen. So. Ups, ich hab mal einen ganz tollen Vorschlag. Warte mal. Ja. Ey, wir laufen hier im Kreis. Du musst jetzt mal Start drücken. So. Wir gehen jetzt nämlich. Wir gehen nicht zurück und holen uns da Kerzen. Da waren Kerzen. Da. Ich wollte nur keine Kirschen gönnen. Ich wollte doch mal raus. Ey, jetzt bin ich so sozial. Okay. Jetzt haben wir eine Kerze, wenigstens. Candle in the wind. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz kurz vom letzten Endgegner. Ja, wir sind ganz kurz. Wir nehmen aber auch schon seit einer halben Stunde auf. 50 Minuten auf, ja. Wie was? In die Richtung gehen. Ja. Und die Gewehre, warum schießen wir nicht Katakalo einfach ins Gesicht und Ende ist? Griff ihn ab. Oh. Danke. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, du wirfst ihn ab. Weil du One-Kill-Hit und so. Warte, geh mal weg. So, jetzt den anderen. Die nehmen wir uns der Reihe nach vor. So. Was haben wir hier noch Schönes? Bananas. Bananen sind lecker. I like Bananas. Me too. Bananas. Bananenpower aktiviert. Cherry. Lady. Bananen. Skorbut. Ich frag mich so, wie es... Du bist ein Arsch. Ich weiß. Aber wir hätten uns auch so durchschmuggeln können. It makes sense now. Aber wie kommen wir ran? Wir müssen ihn da weglocken. Jetzt bräuchten wir die Glocke. Der muss jetzt nicht ernsthaft... Oh nein. Nein. Geh zurück, du holst die Glocke. Nein. Nee, hier sind jetzt die ganzen Minions wieder. Pass auf. Ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt einfach so. Hallo, komm. Hallo. Kossi spielt Domino Day. Ich spiel Domino. Nein. Astreiner Lag. Ich weiß. Hallo. Hallo. Wir brauchen doch die Glocke. Doch, geh doch jetzt nach oben, du Held. Dann fokust er dich. So, jetzt gehe ich aus dem Bildschirm, dann geht er hoch. Jetzt geht er zu dir. Jetzt gehst du ihn rüber. Gleiches Spiel nochmal. Bleib dran. Jetzt geh nach links. Und jetzt geh ganz nach links, dass er außerhalb des Bildschirms ist. Fehl ich. Dann geht er zurück. Ey, wieso? Was zum? Wieso geht er auf einmal so komisch? Wir holen einfach die Glocke. Warte mal. Hier, lololol.
Lololololololol. Oh, nee. Lololololol. Jetzt. Nicht nee. Denied. Warte, doch. Ololol, mach. Ololol. Nee, wir wollen nicht. Nein, den kommt nicht. Bewaffne dich. Hier sind bestimmt wieder diese Gegner. Sitzen im Gebüsch. Genau. Da, das ist Gebüsch. Gott, ey. Ey, man muss auf so viel aufpassen. Ja, es wird langsam unübersichtlich. Ja. Wir rennen einfach durch. Ja, wieso? Hier sind auch keine Gegner. Die anderen sind im Gebüsch, wo die Bananen sind. Das macht Sinn. Nein, du dummer Pirat, hier hin. Jetzt runter. Warte. Yeah. I'm gonna kill you! Nice. Nee, wir holen ich. Du holst die Kerze. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn ich mir einfach die Kerze nimmst? Okay. Weil der Bumerang liegt ja noch im anderen Raum, so haben wir wenigstens Licht. Stehst du? Ich verstehe. Ich geh nur auf Nummer sicher. So. Jetzt holst du dir den auch. Du ergibst dich? Stirb! Wir penetrieren dich mit Enterhaken! Vorne, hinten, Digga! Geh weiter. Lalalala. Jetzt. Hat keiner gesehen. Nee. Seine Nase und seinen Brustkorb sah aus wie ein riesiger, dicker. Egal. Da müssen wir nicht lang. Wir müssen jetzt zurück. Ja, ich warte ja, dass du weitergehst. Du bist eh schneller. Ich wollte nur ein bisschen farmen an Energien. So. Wir sind zu schnell für euch, ihr schwulen Piraten. Jetzt nicht mehr. Fuck. So. Ja, Kossi, Eingänge sind schwierig. Und! So. Oh, mein Rücken tut weh. Pussy. Ich hab schon wieder diesen Fiebton. Das ist, glaube ich, im Soundtrack. Das ist im Soundtrack. Oh, Kossi, traumhaft. Töte dich. Los. Ja, ich geh weiter. Ach ja, da ist ja auch noch ein Ausgang. Ich vergaß. Nee, das ist ein Sackgasse. Ich renne, das ist ein Sackgasse. Ich weiß. Deswegen mag Kossi mich, wenn ich immer in Sackgassen renne. Ihr leckt mich doch! Nein, lieber nicht. So, wir haben schon mal eine Kanone zerstört. Die Kanone kann uns nicht abhaben. So. Jetzt musst du darüber. Jetzt kann sie uns was anhaben. Warte. Bleib hier stehen. Boah. Jetzt musst du. Du bist ein Held, Kossi. Ich weiß, die fokussen jetzt mich. Nicht. Oh. Das ist clever, wie du spielst. Ich weiß, ich wollte auf. So. Jetzt fokussen sie. Ja, dann mach. Sorry. So. Ja, du ergibst dich. Echt hart, Kossi. Harter Gegner, Kossi. Ich weiß, ich hebe mal die Hände und nimm sie wieder runter. Harter Gegner. Ich versuch's mal bei der. Pure Konzentration. Du musst jetzt, der hat dich jetzt gefokust. Pure Konzentration. Meiner! Volleyball. Schmetterball! Meine Bananen. Okay, hol sie dir. Du hast sie verdient. Nicht. Okay. Mm. Oh,
Was ist nee. Okay. Wenn es nicht so lecken würde. Warum leckt das letzte Level so? Weil es das letzte Level ist. Einen Moment. Du leckst auch, liegt an dir. Ja, wieder mal. Aufnahme starten, Lex, sind wieder weg und jetzt instruiere mich, Len, yo. Das Schöne ist nämlich, ich kann mich in diesem Raum nicht bewegen. Ich weiß nicht warum. Ich habe alles ausprobiert. Ich hoffe, im nächsten Raum geht's. Oder. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Heb mal die Hände. Ich drück die Taste. Okay. Warte mal, ich geh mal zurück. Warte. Dann ist dein Gamepad. Jetzt hast du dich kurz bewegt. Dein Gamepad ist im Arsch. Geh mal nochmal in einen anderen Raum. Ach Gott. Geh mal in einen anderen Raum. Ast rein. Den Raum? Nichts. Okay, dann musst du mich jetzt instruieren, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hätte eine Idee. Also folgendes, du gehst, warte mal. Du klickst erstmal die oben rechts, nach rechts, ganz oben rechts. Die, dann die einzelne, die so den hier, erstmal den hier erstmal. Ja. Dann die rechts neben dem Steuer ist, nach links. Den hier? Ja, die rechts mit rechts neben dem Steuer ist. Nach links. Nach links. Das geht ja. Aber nicht, da ist das Steuer und im Weg. Nein, doch, die rechts ist. Ach, rechts vom Steuer. Links. Ja, okay. Rechts nach links. Ja. So. Dann die unterste nach rechts. Der unterste, ja, was? Der hier. Ja. Ja, dann. Warte, das war links. Wenn du die unterste. Wie bitte? Das war links. Du hast die nach links gekickt, warte mal. Ich sehe auch in diesem Raum keine Veränderung. Echt nicht? Das ist das Standbild, was ich habe. Nein. Okay, warte mal. Ich versuch's nochmal. Also, das ist richtig. Dann den nach rechts. Genau. Jetzt habe ich Bewegung übrigens. Gut. Den nach rechts. Ja. Und jetzt den links neben dem Steuer nach unten. Weil dann kannst du den, den du jetzt gekickt hast, nach links kicken und nach oben. Ja. Ja? Mach mal. Genau so. So, und jetzt löst Kosti dieses Rätsel mal alleine. Du bist scheiße. Einen habe ich ja schon mal. Schwierig, ne? Ja, total. Merkst du ja. Ich kann kaum kommentieren. Und Goofy steht einfach nur rum. Kannst du. Yeah. Oh. Boah. Ja, kann warte, ich. Warte. Der wirft die doch. Wir können die doch fangen. Mann, no. Ja, warte. Nicht töten. Wir wollen damit doch die anderen töten. Ja, stimmt. Wir brauchen. Warte. Komm her. Das war dumm. Ah. Gesundheit. So, jetzt töte den. Töte ihn. Ich hol ihn erstmal her. Danke. Ja. Warte, wir machen das anders. Ja, das bringt ja nichts. Doch, warte. Nicht töten. Oder so. Jetzt haben wir unbegrenzte Kissenfreigabe. Kissen, ja. Kisten. Kissen, genau. Ich sammle erstmal alles ein. Du kannst das Leben haben. Was ist das? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war ein für ein Game Over Dingens. Dass wir einmal Continue haben. Ich stun ihn. Töte ihn in Ruhe. Oh, ja, ich komme zum Schuss. Danny. Ach, Diamant. Ja, nimm dir. Komm. Komm, wir lynchen hier noch raus. Ein bisschen. Nö, ich schütte mich einfach um nichts rum. Du hast jetzt gut Leben ran. Alles klar? Hol dir. Hast du wenigstens gut Leben? Spiel geht's weiter. Ich muss kurz einen Schnitt machen. So, Schnitt wieder weg. Hol dir Leben ran, komm. Da. Kirschen. Danke. Nur weil ich dich lieb habe. Genau. So. Hey,
du kannst dich bewegen. Am besten gehst du nicht weiter, nicht weiter. Ja, jetzt schon. Ich weiß auch nicht warum. Lass mich mal ihn töten. So, dass er mich nicht sieht. Dann kannst du den nächsten Raum. Ja, kann mich bewegen. Ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Keine Ahnung. Oh Gott, was ist das? Wir können uns wehren. Zurückschießen. Wir schießen zurück. Ich töte dich. Ich töte dich. Machst du wirklich? Artilleriefeuer. Ich hab gedacht, die kann man jetzt um sich selbst drehen. So, schieß rauf. Hey, wir sind ein gutes Team. Warte, die explodieren. Mit einem Leben zum letzten Boss. Geil, du wieder mit drei, ich mit einem. Na, klasse. Oh, was? Tornado, Mann. Ja, klar. Hallo. Du. Als was willst du reinkarniert werden, wenn ich mit dir fertig bin? Ja, war schön. Ja, klasse, wa? Du musst wieder... Ein wahres Blumenmeer. Oh Gott, heb die Arme. Ja, du machst das. Wieder mal. Ja, Krassi, Mann, was nimmst du mir die Granate weg auf einmal? Was zum? Ich hab nur die Arme offen gehabt. Boom. Ja, das ist machbar. Lenny, erzähl mal ein bisschen was. Ja, weißt du, ich bin total körperlich kaputt. Im Arsch. Ja. Alles ist kaputt. Ist so, pff. Toll. Du hast zwei Enterhaken, Mann. Ja, ich weiß, aber was bringen mir die? Kannst du damit Penetration machen? Nicht bei ihm. Doch. Und wir machen einen Schnitt oder weiter? Wir haben einen weiter. Jetzt haben wir beide zwei Leben, aber keine Items. Wieso hast du zwei Leben? Weil ich cool bin. Ja, ich merke schon. Bla bla bla. Los! Was ist denn jetzt los? Ändert sein Muster! Sein Muster ist geändert. New. Boah. Vorsicht. Lenny, Vorsicht! Der bewegt sich so asozial! Ja! Und du lässt dich von dem Ding treffen! Okay, jetzt. Was? Jetzt holt er seine Schergen. Ach du Scheiße. Wie sollen wir dich besiegen? Fight. Warum bist du eigentlich schneller als ich? Weil ich kleiner bin. Ah! Alles klar! Wir müssen einfach nur ausweichen. Danke! Bisschen hell, Kossi. Ich weiß. Dankeschön. Das bringt nichts mehr. Hast du ein Safe State? Nein. Und wenn, dann spielen wir das Level neu und machen halt einen Schnitt. Ja, okay. Ja, dann machen wir jetzt einen Schnitt. Und tschüss. So, wir haben es nochmal gespielt. Es war anstrengend und nervig. Als was willst du vergewaltigt werden, wenn ich mit dir fertig bin? Willst du kuscheln? Kuscheln, nennst du vergewaltigen? Ja. So siehst du. Kennst du Kara schlecht? Teamwechsel! Ich hab das jetzt nicht gehört! Wieso? Lauf, Kossi, Hände hoch! Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Ich bin zu langsam! Kossi, ich bin zu langsam! Ja, oh Mann, der war unnötig. Ich weiß. Mann, nimm! Er ändert sein Muster. Denied. Der sieht aus wie so eine Figur von Mega Man mit diesen Armen. Das ja, oder? Echt? Du bist useless, Carlo. Doch nicht. Anstatt dass er die einfach an den Kopf wirft, schüttelt er die so aus dem Arm. Schön, Kossi. Ja. Ach, du machst das. Ich merk schon. Ich darf's. Oh nein.
Jetzt kommen wieder seine zwei Liebessklaven. Die er tötet. Er ändert schon wieder. Das Problem ist, dass du bist viel schneller als ich. Das ist voll unfair. Ich kann ihm gar nicht ausweichen. Ich kann da gar nichts machen. Ja, merk schon. Du kannst den ja wegrennen. Die sind genauso schnell wie ich. Das weißt du, ne? Ja. Ah, Mann. Aber du machst es nicht. Ich bin blöd. Jetzt kannst du mir helfen. Du stirbst immer wegen solcher dummer Sachen. Ja. Du leckst. Ich mach's bloß spannender. Ach so, natürlich. So, jetzt haben wir beide zwei Leben. Du musst dich... jetzt musst du dich bewerben. So. Bewerben? Bewerben. Hallo, ich würde mich gern für deine Bande bewerben. Ah, schön, Kossi. Nein, denied. So, nicht rufen. Warum der? Oh, der war knapp. Oh, das war Teamwork. Und jetzt müssen wir uns bewegen. Oh, beide gestorben. Ich bin so langsam. Ich komme nicht schnell genug weg. Jetzt können wir jetzt ausweichen. Einfach weg, weg. Boah. Wie? Das ist doch dumm. Ich hab die Kugel geblockt. Echt? Du bist ausgewichen. Ja. Oh, klasse. Ein Traum wieder. Ein Traum. Gib ihm! Oh, ich hab noch null Leben. Der hält bestimmt nicht mehr viel aus, Kossi. Du hast es gleich. Ich hab's gleich. Wir machen Schnitt. Wir dürfen nochmal. So. Ein drittes Mal. Wir bescheißen ja nicht. Ein letztes Mal in diesem EP. Nimm dir diese Bombe. Naja, wer weiß. Los! Ach komm, Elmo! Nein! Wirf ihm den Enterhaken im Kopf! Das bringt ja nichts, oder? Boah! Coolen Block. Ja, sehe ich. Nur nicht diagonal, du bist witzig. Diagonal eine Kugel blocken. War schön. Ich darf's wieder alleine machen. Ich hab nur ein Leben, Kossi. Ich weiß. Ihr kennt ja jetzt die Muster. Die sich immer wieder ändern. Das war dumm. Oh Gott. Ich vermute, dass das Spiel dann nachher noch weitergeht, weil ansonsten wären da nicht diese Absperrungen. Ah, schön. Schön reingelaufen. Jetzt in die Kugel rein. Zielt. Wenn du eine Knarre siehst, die in dein Gesicht zielt, dann rennst du da auch rein, ne, Kossi? Ja, na klar, immer. Vom Rückstoß. Bam! Jetzt stirb, Kossi. Denied. Komm, Kossi, jetzt zeig mal alle deine Skills. Alles. Hol alles aus den Reserven. Alles, Kossi. Ich will alles sehen. Ich will die 100%. Okay, ich muss mich konzentrieren und du kommentierst. Okay. Kossi bewegt sich nach rechts. Jetzt muss er die Kugeln ausweichen. Das wird besonders schwer. Ich will jetzt bewusst nicht witzig sein, weil dann ist Kossi abgelenkt. Vielleicht ist es aber auch nicht schlecht, wenn er abgelenkt ist, weil wenn er konzentriert ist, spielt er schlecht. Und er rennt wie mehrere mit den Händen nach oben durch den Raum. Jetzt wird eng, das wird eng, wirf sie weg! Nein! Wir haben noch einen weiter. Jetzt kannst du mir wieder helfen. Genau. Ich bin ja auch voll Hilfe. Doch, natürlich bist du die Hilfe. Die Hilfe schlechthin. Warte mal, genau, du wartest noch mit Drückestart. Ich mach erstmal den Anfang alleine. Okay. Wenn du auf Null bist, mach ich das, dann machen wir Teamwechsel. Ja, dann wechseln wir. Wenn Kossi jetzt nicht wieder so schnell abnippelt. Hatte ich nicht vor.
Griff weg. Es bringt nicht, die Schergen anzugreifen. Die sind weg. Die kommen aber wieder, du Held. Ich weiß. Mann, so. Er ändert schon wieder sein Muster. Nein. Er springt. Er hat kein Muster. Doch. Was war das? Oh Mann, jetzt hätte ich einen Treffen können. So. Es ist Zeit für Goofy! Goofy Time! Kommt her, ich gebe. Warum kann man nicht Nahkampf machen, so Faustschlag? Man hat einen Enterhaken. Boah, das war dumm. Du gehst immer auf die Vasallen. Das bringt nichts. Ich bin kein LOL. Nur mal so. Das sind aber seine Vasallen. Das hat doch nichts mit der League of Legends zu tun. Ja. Nice. Jetzt macht Goofy hier das Rennen. Stimmt. Ey, die sind so schnell! Weil, boah. Weil du, den Vasallen, bewegt er sich immer hin und her. Und damit haben wir ein Muster. Kosti, ich höre dir gerade zu und du leckst. Und wenn du dann leckst und ich versuche rauszufiltern, was du sagst, konzentriere ich mich da drauf. Ich bin ruhig. Ruhig musst du nicht sein, aber nicht mit mir reden, wenn dann kommentieren. Okay. Goofy. Goofy ist ein. Er weicht den Krallen aus. Und, ja. Ja. Sieht gut aus. Ja. Und vielleicht noch ein Jahr. Ja. Okay. Die Bomben fallen und Goofy wurde getroffen. Kugelhagel! So. Boom. Und wir können weiter. Ein Wirbeldraht. Ich weiß nicht warum, aber warum wird dem Carlo nicht schlecht? Das eine. Du kannst dir auch per. Okay, das war dumm. Von der Seite von Goofy. Leider können wir mich nicht mehr eintauschen, dass ich ihm helfen kann. Das ist jetzt doof, aber das ist leider so. Pass auf, dass du nicht getroffen wirst. So. Er holt wieder seine Wichsgriffel raus. Ja, warm Wahl. Was erwartest du? Er hatte nur eine Hand und er war in einem Wal. In einem weiblichen Wal. Ah, jetzt kann er dich, glaube ich, erwischen. Nicht. Jetzt kann er dich erwischen. Aber jetzt dreht er sich wieder. Weil du dich bewegst. Und es laggt. Ich werde angerufen. Schnitt. Kleinen Moment, Schnitt bitte. Geht ja weiter. Genau. Okay. Ich glaube, wenn man ihn im Wirbel trifft, dann geht das nicht mehr. Wenn man in den Ecken steht, dann trifft er einen nicht. Das hätten wir vorher wissen müssen. Kosti. So, jetzt kommt er wieder runter. Da kann er dich jetzt aber treffen. Ich bin aber elegant ausgewichen, wie eine Ziege. Nein. Wie eine Ziege, genau. Wie eine Ziege. Seit wann sind Ziegen elegant? Grazil. Ich frage mich auch. Unfair! Bei den Kugeln fängt an zu lecken, ey, das kann doch nicht. Ja. Nicht dein Ernst. Und tschüss, Schnitt. Weiter. Nochmal. Denied. Und so. Mit Legs. Mit übelsten Legs. Elba! wenn ihr jetzt ein Standbild hattet in der Aufnahme, das kommt davon, dass ich mit meinem Headset rumgespielt habe. Tut mir einfach leid. Aber in der Ecke stehen bleiben, Kosti. Das funktioniert. In der Ecke. Ja. Ich will auch in der Ecke stehen bleiben. Ich bleib in der Ecke stehen. Guck. In der Ecke stehen bleiben. Bleib aber in der Ecke stehen. Kann er mich in nicht der Ecke stehen. Der kann dich in der Drehung nicht in der Ecke kriegen. Kann er nicht. Er ist beiden ausgewichen. Okay. Der Wirbel ist kein Schrecken mehr. Er kann... Mann! Er kann in der Ecke nicht, nein. Er kann schon, aber da musst du halt einmal ausweichen. Aber prinzipiell geht er nicht in die Ecken. Oh, das. Ich bleib einfach jetzt... In den Ecken bist du am wenigsten getroffen, sagen wir es so.
Siehst du? Ja, ich weiß. Und es laggt quasi. Ja, wir haben beide nur Leben und er ruft seine Vasallen. Hol dir die Bomben, ich lenk sie ab. Deal. Na, klasse. Okay. Ja, ich mach weiter. Weißt jetzt, wo du hin musst? Du musst immer in die Ecken, wenn er anfängt, selber aufs Schlachtfeld zu treten. Ja, ich weiß. So. Das ist jetzt... Da geht er wieder auf seinen Thron hier, seinen Bitch-Thron. Und jetzt... Bitch-Thron. Kommt er hier hin, jetzt kommt er da hin und jetzt dreht er sich... Das war voll der lame Kampf, ey. Das ist... Da waren die anderen besser. Ja. Der Wurmkampf war aber auch leicht. Die Bosse werden irgendwie der war richtig leicht, der Bosskampf. Ja, oder? War nicht gut durchdacht mit den Würmern. Der hier ist auch leichter als die zwei Skelette. Ja, die zwei Skelette konnte sowieso gar nicht toppen. Entschuldigung, Boah. Muss ich jetzt mal machen. Ist ja okay. Du bist ja übrigens immer noch dabei mit null Leben. Ja, merke ich schon. Mit der Ecke, das geht gut, ne? Ja, jetzt holt er seine zweite Welle. Ey, wie viele Vasallen hat der eigentlich? Unbegrenzt, du musst ihn töten. Würde ich sagen. Ja, klar, ich muss ihn töten, das ist mir schon klar. Das war dumm. Du kannst die Vasallen auch. Du kannst auch einfach von vornherein gucken, wo die Kugeln hingehen werden. Warte mal einen Moment. Und dann dahin laufen mit den Vasallen, weil die Vasallen fangen ja die Kugel ab. Ja. Wieder so Teilung? Geteilung, ja. Versuch mal länger dein Leben zu behalten. Du weißt jetzt wie. Als Kind wollte ich immer Pirat werden. Jetzt bin ich einer. So, du kriegst mich nicht. Hey, hey, hey. Ich hab lila Shorts an. Er hat seine Unterhose an, ja. Zeigt er jetzt. Ah, schön, Kossi. Das war Fail. Ich stehe in der falschen Ecke. Ja. Das sagt Don King auch immer. Wer? Egal. Nicht wichtig. Leute, die Boxen-Fans sind, wissen, wer gemeint ist und was gemeint ist. Lalala. Welche Leute von welchen Fans? Ich bin verwirrt. Menschen, die Boxen mögen. Konzentriere dich auf Spiel, Kossi. Okay. Ey, der pfeift ja wirklich. Ey, ich werde den Bosskampf alleine schneiden können, weil der so lang ist. Meinst du? Ja, klar. Ach, das werden mehrere Folgen. Machst nicht so 30 Minuten Folgen? Na doch, bei Goof Troop habe ich das jetzt gemacht. Aber, ich muss natürlich versuchen, ihn zu treffen und nicht... Jetzt schießt er wieder mit seinen Kanonenkugeln. Nicht denied und so. Ich krieg diese Kanonen. Falscher Knopf. Wirf ihn einfach ab. Der zählt auch, wenn er im Wirbel ist, Kossi. Echt? Da zählt er, wenn er auch im Wirbel ist? Ja. Oh Mann, dieser scheiß Typ nervt. Du kannst ihm aber gut ausweichen, du bist viel schneller. Das ist mit Goofy einfach Nerv töten. Das war dumm. Drücken Sie jetzt Start. Vielen Dank. Danke. Ah. Jetzt musst du es machen. Klasse. Nein, das negiere ich. Wir haben jetzt eine Stunde allein an dem Bosskampf, also an dem Level. Ja? Ja. So lang schon? Ich glaube, wir haben seit halb achte. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir öfters mal nochmal wiederholen mussten. Hust. Mann. Das sieht übrigens gerade gut aus. Es sieht sehr gut aus. Ich bin sehr stolz auf dich. Kannst du dabei unterbrechen, wenn er pfeift, wenn du ihm eine Granate an den Kopf wirfst? Eine Bombe. Granate. Das ist viel zu groß für eine Granate. Der Typ gestern am Film hat übrigens der fürs Starring verantwortlich war.
Nein, 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 nein! Der hat auch die Choreo komplett gemacht und hat auch mitgespielt bei Inglourious Basterds. Echt? Cool. Ja. Voll cool war das. Du hast also mit richtigen Profis zusammengearbeitet. Nee, wir waren Amateure. Boah, der Tarantino arbeitet ja auch nur mit Amateuren, ne? Ja, klar. Ey, das war gerade knapp. Das war zu knapp. Und tschüss! Ja, wir haben ihn geschlagen. Wir haben ihn geschlagen. Also. Oh, Aufnahme läuft wieder? Ja, Stufe geschafft. Kossi, 21 Treffer hat der gebraucht. Insgesamt haben wir eine Stunde gebraucht mit Legs. Länger, weil wir wiederholt haben. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, was noch ist. Glückwunsch. Jetzt ordentliche Credits. Tja, wir haben sie erwischt, aber von Pete und PJ keine Spur. Ob das vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Ich hoffe, dass die Piraten aus Pete und PJ kein Haifutter machen. Nicht euer Ernst. Hilfe, ist denn noch niemand, der uns helfen kann? Nein! Hey, das hat sich nach Pete angehört. Gehen Nein. wir nach Hause. Ja, gehen wir nach Hause. Wegen den 3 Punkten. Oh ja! Oh nein, sie wollen Pete und Pete an die Haie verfüttern. Krokodile verfüttern. Wie schrecklich. Haie, Ich weiß. Voll der Hai, Kossi. Stimmt, wo doch noch nicht einmal Essenszeit ist. Rattenbrüller! Hilft uns! Lex in am Ende. Hey Max, komm doch mal mit nach Hause. Und hilf mir. Da, hilf zu Hause. Mir im Schlafzimmer. Tja, das war mal ein toller Angeltag, Max. Ganz einfach und wir mussten kaum nachdenken. Ja, Papi. Haben wir es geschafft? Bitte anständige Cred. Was ist... Kannst du dich bewegen? Nein. Das ist bestimmt so ein tolles Endvideo, so von wegen. Warte mal. Jolly. Das war Jolly Roger. Ach, das ist ein Jolly. Ach so, jetzt werden uns die ganzen Sachen erklärt, die ganzen. Ah, wie heißen? Ihr Spiel wirklich spielen müssen, wenn ihr was drauf gehabt hättet. Weißt du, guck mal so. Roger! Oh, Jolly und Roger. Das ist Jack. Kreativ. Das ist Jack. Ich denk dran, dass es Jack ist. Das komm, lass es Jack sein. Lex. Leg! Komm. Lass es Jack sein. Komm schon, Jack. Jack, ich will Jack sehen. Es muss Jack sein. Ja! Und dann rein Sparrow oder was hier da oben? Bob. Lex. Oh Mann, warum leckt das? Das kann doch nicht. Ich weiß auch nicht. Heute ist halt so ein Tag. Das ist Bob. Rob! Ich bin gut. Okay, ah nee, den da habe ich jetzt keine Ahnung, wie der heißt. Jester! Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Arr, ja, Jester. Das sind ja auch immer die gleichen, die sehen ja nur ein bisschen anders aus. Dann ist das Bob. Nee, Rap. Rap! Yo, Rap. yo, man. Ey, nichts gegen Rap. Rap ist auch eine Musikart, eine tolle. Ich find's auch toll. So. Das ist, Rumble. Ramble. Rumble. Ach, jetzt werden uns noch die Endbosse vorgestellt. Dann können wir uns richtig gegen die Skelette. Ja, die heißt bestimmt irgendwie Gürgen und Günther oder so. Aber das sind schon. Normale Jollies sind das. Hier waren wir etwa, oder? Ja, ich habe schon aufgenommen. Das ist kein Ding. Ach so. Die Credits laufen jetzt ab und wir haben immer noch Probleme, offen, weil ich heute... Wie heißen die? Jester Hole. Ja, und natürlich, jetzt fängt es an zu längen. Es wird ja auch Zeit. Ja, klar. Wir brauchen beim Abspann... Ach ja, wir hatten den auch noch. Günther! Günther? Nein, Messerjack. Günther! Günni!
hab ein Feuer hoch. Okay, der Name gefällt mir nicht. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Hermann und Güni. Hermann, the Skelet Bros. The Mario Brothers. Ja, die sind ein bisschen größer geworden. Rupert und... Oh, schlechte Namen. Wurmlies! Wurmlies, genau. Oh Gott, jetzt ist kreativ los. Ja. Ja, Captain Dingens hier. Carlo. Captain Carlo. Die Computer sind sogar noch schlauer als wir. Ja. Ja. Carlo. Das war ja klar. Wussten wir auch noch gar nicht. Nein. Ach, hier. Pietro. Insulana. Insulana, ja. Oh mein Gott. Das war noch Jax. Ja, das sind Jax. Was bringt uns das jetzt? Sieht witzig aus. Ja, das Spiel hieß Max und Goofy. Und jetzt noch so ein epischer blauer Screen. Drehbuch und Drehbuch. Okay. Ich muss die verklagen. Ja. Okay, Leute. Jetzt können wir kurz Revue passieren. Feedback. Genau, Lenny. Wie fandest du es bei diesen Lags? Deine Internetleitung ist halt eine 6 verdient. Schönes Spiel, macht Spaß. An einigen Stellen war ich überfordert geistig. Für einen Moment musste man sich dann überlegen, weiß ich nicht. Alles in allem war es ein ordentliches Projekt. Also es war 3+. Ja, also das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist meistens die Musik und die Schwere der Gegner. Und dass Goofy und Max nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Und Nelf hat die Musik gemacht. Da. Yuki, den werde ich gleich mal auf Facebook suchen. Und dann eine böse Mail schreiben. Mhm. Ja, der erste Nicht-Japaner, der war in der Produktion. Alles in allem würde ich sagen, wir beide haben es rausgerissen. Dadurch hat es Spaß gemacht, das zu spielen. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, zuzugucken. Weil das Spiel an sich, es war okay. Es war, ja. Es war nicht der Burner und nicht ein Flop. Wir haben niemals 2 Stunden gespielt. Niemals. Nee. Aber allein schon ein Spiel, was man nach 2 Stunden, 40 Minuten durchkriegt, ist, spricht gegen das Spiel, finde ich. Nein, finde ich nicht. Mal, früher gekauft für viel Geld. 50 Mark, dann 3 Stunden gespielt und dann, ja, war's. Dann war's das. Das sind Spiele wie Mega Man einfach besser für die ZNES gewesen. Für die ZNES, ne? Mhm. Das ist ein ZNES-Spiel, oder? SNES. SNES, Entschuldigung. Und die NES fürs Famicom hauptsächlich war Mega Man. Egal. Okay. Ich kann das nicht wissen, der ist ja erst 12. Hallo, ich bin 17. Ja. Okay. Ich hab eine NES. Schön. Egal. Ich hab eine Sega. Okay. Ja, du willst was sagen? Nee, ich möchte irgendwie nicht. Okay, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt und beim nächsten Game mit Lenio. Genau, bis dahin, abonnieren, ihr dürft euch wieder von dem Channel verziehen. Ciao!